Hi und herzlich willkommen bei X4 Foundations. Wir sind zurück hier in Folge 23 mittlerweile und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt bei die Klappe. Wir sind bei den Argonen angekommen. Das haben wir das letzte Mal ja schon gemacht. Hier drüben werden Piloten gesucht, okay. Das ist argonisches Territorium. Ich habe es erst danach gesehen, das hier oben anscheinend auch schon. Aber da waren wir nur ganz kurz drinnen, deswegen ist uns das nicht so aufgefallen. Hier ist jetzt aber. Hier haben wir jetzt aber Argonen. Wir haben auch gerade angedockt an dieser argonischen Quantumröhrenfabrik, weil wir hier jemanden aufnehmen sollen. Hier gibt es eine Mission. Und das machen wir auch mal. Wir hüpfen mal raus hier. Gehen hier zu diesen Fahrteilen. Und schauen mal in der Technikabteilung vorbei, denn da soll die Person sitzen, die wir mitnehmen sollen. Das bringt ja immerhin ein paar Credits. So knapp 40.000. Das ist anscheinend die junge Dame. Ja, aber ein komisches Gesicht. Genau. Wir setzen sie mal, oder sagen ihr mal, dass sie zu uns an Bord gehen soll. Das macht sie sicher jetzt auch. Dann gehen wir mal hinterher. Schauen wir mal, wo uns die Reise dann hinführt. Gibt es hier noch? Büro des Managers. Und da ist unser Angreifer. Okay. Dann fliegen wir mal weiter. Wenn wir nicht... Boah, das ist natürlich auch schön. Wartet mal. Das wäre natürlich auch ein toller Screenshot für den ersten Teil gewesen. Egal. Jetzt machen wir ihn so. Schön aus mit der Sonne da. Blendet ganz schön allerdings. So, steigen wir mal ein in unseren Angreifer. Genau. Hier den Captain. Ich bin an Bord Ihres Schiffes und startbereit. Ich grüße Sie. Hallo. Und die Dame, die wir mitnehmen sollen, ist auch an Bord. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Die Richtung anscheinend. Dann boosten wir doch mal da Richtung Raum. Machen den Autopilot ein und das Reiseteil an. Wo geht's hin? Da. Dann entdecken wir anscheinend auch gleich eine Station. Können hier mal gucken. Unser Aufklärer ist hier oben gerade noch unterwegs. Ne, der ist nicht mehr unterwegs. Das heißt, dem sagen wir jetzt, dass er Satelliten absetzen soll. Am besten hier... auch einen. Hat er nur noch 7. Und dann schicken wir ihn hier zu den Argonen. Und hier soll er einen absetzen. So. Und am besten gleich noch da ein. Zack. Und dann lassen wir ihn hier erkunden. Ja. Keine Ahnung, ob der jetzt schon mal aufgestiegen ist. Aber erstmal soll er hier ein paar Runden drehen. Da drüben haben wir Ansehen gewonnen, das ist gut. Hier einmal umdisponieren, ein bisschen auf meinem Schreibtisch, eine Sekunde. Und vielleicht noch einen Schluck trinken, während wir da rüberdüsen. Okay. Hier gibt es... sind das irgendwelche Nebel oder sind das Gaswolken? Ah ja, okay. Hier wird es blau, also sind das wahrscheinlich wirklich Gaswolken, die wir einsammeln können. Hier ist ja auch schon der erste Gassammler unterwegs. Dann gucken wir mal, was unser Autopilot jetzt macht. Oh. Autopilot. Bremst uns runter. Okay. Gut. Sie werden feststellen, dass der Teleporter nun eine viel größere Reichweite hat. Okay. Wir haben den Teleporter erfolgreich erforscht. Wir bei der Forschung immer mal draufgeklickt. Das heißt, das haben wir jetzt alles. Wir haben hier unten jetzt neue Modifikationen und wir können hier Verteidigungsmodul das und Wohnmodul. Das ist eine gute Wahl. Ich werde sofort beginnen. Also wir forschen da mal schön dran weiter. Ich würde allerdings gerne gucken, dass wir hier an der Station noch ein bisschen was erkunden. Vielleicht finden wir einerseits Missionen und andererseits gegebenenfalls Kriminelle,
Weil bei den Argonen stehen wir ja noch nicht so gut da. Sodass wir hier... Ah, da ist er. Zack, erledigt. Er hat sogar mal zur Abwechslung wieder was liegen lassen. Und zwar... Ups, 9 Interface-Einheiten. Sehr gut. So, das haben wir jetzt auch erforscht. Okay, dann fliegen wir mal hier dran lang. Na gut, okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Dann docken wir vorne mal an. Das müsste hier das Andockteil sein. Ich habe übrigens das automatische Rollen ausgestellt. So kann ich besser selber rollen. Das ist okay für mich. Und ich kann vor allen Dingen, wenn wir irgendwo aussteigen, das besser... Andockerlaubnis erteilt. Zack. Das besser von unserer Andockstutze hin zu irgendwelchen Sachen, die wir reparieren oder so ausrichten. Gute Arbeit. Genau, Weltraumtaxi-Errungenschaft sind wir jetzt schon bei 10 von 20. Klingt doch auch gut. Haben also auch noch ein bisschen Geld verdient gerade. Sehr schön. Okay, wir sind da. Hier ist unser Aufklärer jetzt auch angekommen und entsprechend im System. Sehr gut. Information. Forschung läuft. Okay, und der Rest passt. Missionsmanager. Aber da noch diesen Notfall und da die Teile. Da fehlen uns allerdings noch die entsprechenden Voraussetzungen. Wir können allerdings mal hier im Inventar schauen. Wir haben jetzt hier 29 Interface-Einheiten. Und ich habe sehr viel von diesem Maya-Glit. Vielleicht sollten wir kurz mal schauen, ob es hier einen Händler gibt. Können wir mal aufstehen. Und mal gucken. Hallo, hallo. Sieht ja cool aus. Auf Wiedersehen. War anscheinend nicht sehr gut. Da hinten scheint es einen Händler zu geben. Heißt, wir können ja zum Händler nicht fahren, soweit ich weiß. Wir können es aber mal ausprobieren. Technikabteilung. Nee, können wir nicht. Hat sich also auch nicht verändert. Kann ja sein. Ich hoffe, das passen die mal irgendwann an, dass der Händler auch so ein Fahrstuhlteil bekommt. Weil dieses Rumgerenne hier ist halt echt nervig. So, aber da hinten ist er schon. Weil diese Docks sind ja doch ganz schön groß. So, springen wir hier rüber und gehen hier hoch zum Händler. Da ist er. Gucken wir aber erstmal bei der Werkbank vorbei. Wir haben instabiler Kristall-Interface-Einheit. Seltene Gewürze. Okay, also jetzt haben wir hier gerade keine super Sachen. Okay, dann gucken wir mal, ob der unser Zeug kauft. Kann ich helfen? Bitte sehr. Ob wir dem hier... Ah, wir können hier Handlaser kaufen, Raumanzug, Hubdüsen. Machen wir das mal. Kaufen davon mal ein Stück. Bitte sehr. Stein, programmierbare Feldmatrix. Ah, okay. Sicherheitsbehälter. Interface-Einheit. Okay, der kauft die Sachen, die ich eigentlich verkaufen wollte, kauft er nicht. Sicherheitsbehälter. Okay. Na gut. Dann haben wir aber immerhin ein Upgrade bekommen für unseren Raumanzug. Das ist ja auch schon mal schön. Und springen hier wieder drauf. Ah, das ist auch immer ziemlich... Komisch. Egal. Das ist auch ziemlich cool, wenn man hier so lang düst und drumherum die ganzen Stationen und Sachen sieht. Okay, aber wieder zurück zum Schiff. Und weiter geht's. Wir erkunden die argonischen Sektoren. Oder, naja, erstmal ist es nur ein Sektor. Ist hier eigentlich auch eine Treppe? Nee, aber... Voilà. Ich hier ran? Nee. Okay, muss ich also auf der anderen Seite hin. Zahlung erhalten. Der Frachter hat anscheinend wirklich mal ein bisschen Geld gemacht. Das wäre ja schön.
bevor es weitergeht, schaue ich nochmal. Ach ja, der ist hier unten gerade. Okay, alles gut. Der Schürfer ist irgendwo noch hier. Könnten wir eigentlich, ist die Überlegung nochmal so einen Schürfer vielleicht zu kaufen? Was ist denn der überhaupt? Besitztümer. Mineralien. Ah, der ist jetzt hier hingeflogen. Um hier die Sachen zu verkaufen, ja? Okay. Na gut, lassen wir ihn mal machen. Da müssten wir dann auch noch ein paar Sonden aussetzen. Aber das kriegen wir hin. So, hier haben wir das jetzt abgesetzt. Gibt es hier noch Missionen? Nö. Okay. Müssten wir schauen, dass wir von hier weiterkommen. Vielleicht fliegen wir einfach mal dahin. Abdocken. So, dann geht's da rüber. Autopilot eingeschaltet. Genau, und wir gucken, was da für Stationen sind. Da ist ja noch eine zweite. Wir haben jetzt schon wieder Geld bekommen. Zahlung erhalten. Okay, das läuft doch jetzt ein bisschen besser hier. Trotzdem die Frage, ob wir noch einen zweiten Schürfer irgendwie aufbauen. Der handelt hier fleißig. Aber dann müssten wir mehr von diesen Ressourcensonden setzen. Und ich muss mal ganz kurz was schauen, einen Moment. So, super, da vorne geht's hin. Hier unten ist unser anderer Erkunder. Hier drüben gibt es noch eine unbekannte Station, die hier komplett am Rand liegt. Dann sagen wir vielleicht doch mal unserem Erkunder. Das ist unser Erkunder. Dass der hier nochmal hinfliegt dann. Um dann hier in die Richtung vielleicht zu erkunden. Und die Themen hier abzuhandeln. So. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot aus. Gucken mal kurz, was es hier an der Station gibt. Aha. Die wollen auch Unkrautvernichter haben. Na super. So viel Unkrautvernichter habe ich allerdings gar nicht dabei. Und hier drüben, Hochzeitstag meiner Tochter, ist irgendwas mit Abschießen, ne? Genau, an irgendwas angreifen. Ah, das gefällt mir auch nicht. Dort gibt es aber anscheinend ein weiterführendes Thema, denn dort geht es weiter in den nächsten Sektor. Dann fliegen wir doch einfach mal genau dahin. So, da vorne ist das Ziel, Reise, Triebwerk, achso, haben wir gerade abgebrochen, verdammt, hatte ich schon aktiviert, kam mir so langsam vor, aber der war noch nur noch nicht richtig geladen, okay. Unser Schürfer, würde ich gerne mal gucken. Achter Geier. Denn der Schürfer. Ah, der ist jetzt hier unten und fliegt jetzt hier zurück. Da lang. Und schmeißt hier und fliegt dann wieder dahin. Ah, okay, okay. Wahrscheinlich konnte er da einfach keine Siliziumsachen mehr verkaufen. Na gut. So, wir wollen hier in den Highway rein. Versuchen uns mal ein bisschen zu drehen. Vorne scheint noch eine Station davor zu sein. Und hier liegen Container mit Drohnenbauteilen rum. Okay. Dann bringen wir mal hier durch und gucken mal, wo wir hinkommen. Erreiche Schwarze Sonne 4. Schwarze Sonne 4. In Schwarze Sonne 4 gibt es ein Argon-Ausrüstungsdock. Gut. Mit einer nur weg von hier. Okay, das klingt gut. Heißt, hier werden wir mal andocken. Ich habe meine Forschungen abgeschlossen. Ah, und Kollege ist mit seinen Forschungen fertig. Okay. Dann hauen wir das als nächstes rein. Ich lasse Sie wissen, sobald ich fertig bin.
Wir können uns ja jetzt quasi durch die komplette Galaxie bewegen. Müssen wir schauen. Ja, noch nicht erforscht hier. Dass wir hier... Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Ein bisschen was scannen. Ich weiß auch nicht, wo er jetzt die Sachen hierher gescannt hat. Leitsystem teleportieren, okay. Andock-Erlaubnis erteilt. Okay, das ist anscheinend hinter uns. Mal gucken. Uiuiuiui. Ouch, jetzt sind wir hier einmal gegengeflogen. Ungünstig. Da vorne geht's jetzt rein. Okay. Muss mich erst ein bisschen daran gewöhnen, dass ich jetzt hier das Rollen selber übernehmen muss. Einfach nur Umgewöhnung, nicht, dass es nicht geht. Und da drüben geht's jetzt ran. Dann würde ich gerne mal gucken, was gibt es eigentlich in einem Argon-Ausrüstungsdock? So, aufgesetzt. Erfolgreich angedockt. Und wir schauen mal hier, angedocktes Schiff. Es gibt hier diese Reiseteile. Hier Software, allerdings ist da auch noch nicht... Ah, okay, hier gibt es jetzt Teile, die kann ich nicht kaufen. Es gibt hier dieses Schild, brauche ich nicht. Steuerdüsen. Hier zum Beispiel so eine Allround-Steuerdüsen. Würden das dann vor allen Dingen ein bisschen wendiger machen. Jetzt auch nicht so notwendig. Crew ist klar. Ich habe jetzt hier zwei Leute drin, das ist okay. Hier kann ich eigentlich auch nichts draufpacken. Das heißt, für unser Schiff kommt es eigentlich nicht in Frage. Aber wir sollen ja hier jemanden abholen eigentlich. Dann würde ich sagen, suchen wir den mal. Oh, das ist gleich die Person hier vorne. Hallo, hallo. Das ist doch super. Ups, so soll es sein. Ich gehe mal hier einmal unten rein und schau mal. Wartungsanger. Gibt es eine Händlerin und eine Schiffshändlerin? Ups, jetzt bin ich gerade zur Technikabteilung gefahren, ja? Na gut. Dann gehe ich mal zurück zum Wartungshanger und zwar zu meinem Schiff. So, da sind wir wieder. Und wir gucken mal. Da hinten ist der Händler. Das ist aber ganz schön weit. Ist hier irgendwelche Bänder? Nee, ne? Unten gibt's Bänder, um darüber zu kommen. Okay, alles klar. Dann gehe ich mal zu dem Händler da vorne. Mal gucken, ist das schon hier? Hoppala. Nee. Okay, ist noch der falsche. Ist anscheinend ganz am Ende. Ups. So, hier ist der Händler. Und da ist die Werkbank. Ich guck mal, ob man an den Werkbänken. Ah, natürlich. Das ist bei die Mehrzahl, was man da herstellen kann. Okay, das sind immer die gleichen Sachen anscheinend. Aber wir gucken mal, beim Händler kann man ja anscheinend nicht immer die gleichen Sachen handeln. Wobei, es sieht hier irgendwie... Ah, ich kann das scrollen. Ich glaube, das habe ich vorhin einfach vergessen. Ja, ich verkaufe mal 92 Stück davon. Auf Wiedersehen. Haben wir wieder 1 Million. Können auch mal reingucken, wie sieht es bei insgesamt bei unserem Imperium so unserem Imperium aus. Standardlackierung, das ist halt auch echt geil, wenn man das hier verstellt, das verstellt sich immer wieder zurück, ne? Das ist richtig toll. Station in Besitz und so ist klar. Eine eigene Schiffe 5, Inventargegenstände 27. Anzahl von Beschäftigten. Globale Dauerbefehle. Markieren. Und mich benachrichtigen. Piratenüberfall fliehen. Polizeikontrollen kooperieren. Anzahl an Gegenständen in Expeditions.
Schiffen. Also Expeditionsinventaren steht dann da. Okay. Mein Nettovermögen sind jetzt 4 Millionen. Das klingt doch schon mal ganz nett. Modifikationen. Okay. Rotationsschub, Driftschub, Vorwärtsschub. Okay. Und aber wie baue ich die jetzt? Keine Ahnung. Diese Modifikation, die muss ich doch irgendwie verbessern. Reisemodus Schub. Kann ich wahrscheinlich in meiner Station oder so verbessern. Würde ich jetzt mal so behaupten einfach, weiß ich nicht. Wäre nur eine Idee. Und. Okay. Da gibt's ja keinen Moment, aber. Hier drüben auf der Seite gibt's doch bestimmt. Kommt schon. Ah, okay. Jetzt bin ich da drinne. So, hier gibt es doch bestimmt, genau, dieses Teil. Und damit kann ich doch zurückfahren zum Schiff, ne? Genau. Ja. Alles klar, dann müssen wir nicht den ganzen Rückweg laufen. Haben ein bisschen Geld gemacht, indem wir hier gerade Sachen verkauft haben. Bringen hier wieder rein. Ich bin an Bord ihres Schiffs und startbereit. Genau, ist an Bord, okay. Dann docken wir mal ab. Bewegen uns hier entsprechend raus. Gucken, so. Zack. Wo soll's hingehen? Da anscheinend irgendwo. Ah, in ein anderes. Da nach hinten. Okay. Hier drüben haben wir Flug verpasst. Auch nicht schlecht. Hier noch. Großen Nachschub. Wollen wir Flug verpasst noch mitnehmen? Könnten wir eigentlich machen. Dann geht's nämlich dahin. Ich mach mal nur den Autopilot erstmal an. Und guck mal, ob unser Erkunder hier drüben schon ein bisschen was gemacht hat. Hat er. Genau, dann erkunde mal da lang weiter. Flieg dahin. Und flieg dahin. Dann sollte hier da vielleicht noch erstmal alles erkundet sein. Kann er hier den Satelliten rausschmeißen. Noch. Dann sehe ich gerade nicht. Und hier könnte er eigentlich mal dort einen Satelliten rausschmeißen, oder? Und dann hier am Ausrüstungsdock aufrüsten mit Verbrauchsgütern. Ich gebe Galassi mal davon was kaufen. Und davon. Ein bisschen viel. So. Okay, dann hat er erstmal zu tun. Alles klar, wie sieht's beim Rest unserer Flotte aus? Was war das jetzt gerade? Kontostand? Okay, Zahlung erhalten. Wir haben einmal hier unseren Frachter. Und hier unseren Miner. Wo ist denn der Frachter hin? Er ist gerade hier oben unterwegs. Okay. Und tut er auch was? Er hat wahrscheinlich... Ja, doch, doch, er tut gerade was. Okay. Zahlung erhalten. Der Mineralientyp hat gerade was verkauft. Okay. Gut, von mir aus, dann passt es so. Ausgeschaltet. Ich würde mir gerne noch einen zweiten Schürfer zulegen. Das hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Derzeit sieht es mit dem Geld auch ganz gut aus. Ich würde sagen, wenn wir hier die beiden Missionen durchhaben, dann werde ich mich genau darum mal kümmern, einen zweiten Schürfer zu setzen und den dann vielleicht in unsere Basis zu packen. Wäre die Frage, ob wir dann nicht lieber einen großen nehmen. Mal kurz gucken. Dann sollten wir hier natürlich entsprechend noch scannen. Was ist das? Eine Plasmafertigung, ja? Okay. Wir haben ja anscheinend schon bestimmte Module immer, die wir mitscannen. Die wir dadurch erkennen. Ganz interessant.
Es sei denn, sind es so irgendwelche Standardmodule? Sind zum Abschluss gekommen. Okay, jetzt. Genau, haben wir noch irgendeinen Forschungsarm mit gehabt? Okay. Fliegen wir hier mal rein. Scheint nicht das richtige Dock zu sein, auch wenn er da drauf gezeigt hat. Dann vorne geht's hin, okay. Nochmal so, perfekt. Der Landecomputer tut dann sein Übriges. Erfolgreich abgedockt. So, aufstehen. Willkommen. Schön. Hallo. Hallo auch. Okay, und wir müssen jetzt hier runter, weil der Typ oder die Dame irgendwo anders rumsteht. In der Technikabteilung anscheinend. Das ist auch gar nicht so schlecht, weil dadurch sind die leichter zu erreichen, als wenn die immer irgendwo an den Docks rumlungern. Wenn die nämlich dann teilweise kilometerweit wegstehen. Sie haben gerade nicht genügend Platz auf Ihrem Okay, das ist natürlich wirklich ein Problem. Ich kann gar nicht noch einen an Bord nehmen. Machen wir das mal so. Schau mal kurz hier rein. Besatzung. Crew. Wir haben hier einen Gefreiten und einen Lehrling. Den Lehrling. Servicemannschaft. Lehrling. Den rufe ich jetzt mal und sag hier, Kollegin, du fliegst raus. Okay, dann haben wir jetzt wieder Platz, um ihn hier an Bord zu nehmen. Hallo. Okay, wunderbar. Dann haben wir beide an Bord. Das können wir nämlich später dann besser ausgleichen. Weil eine neue Service-Crew kriegen wir ohne Probleme, hier nochmal hinzufliegen. Um das Thema zu lösen, würde mich dann halt auch nerven. Deswegen machen wir das lieber so. Was ist das eigentlich für ein cooles Schiff hier drüben? Das ist so ein Explorer, ne? Okay. Ich finde mein Schiff auch echt nicht schön, ganz ehrlich. Aber es ist halt wirklich gut. Also, wir hatten jetzt... Ich bin an Bord, Ihre Schiffe sind startbereit. Bitte abdocken. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wo es genau hingeht. Scheint da vorne durch das Tor. Schauen wir mal, wo das Ganze ist. Okay. Kann aber sein, dass der gerade auf uns zufliegt, oder? Ich würde mal fast sagen, der kommt hier fast zu uns. Oder? Sieht doch so aus. Egal, vielleicht können wir mit dem sogar dann hier durchfliegen. Das wäre ja auch ganz cool. Flieg mal dahin. Na komm, los, gib Gas. Und Energie. So, okay, da vorne ist er. Schwarze Sonne, 5. Gut. Da ist unser Kollege unterwegs, lustigerweise, der da noch einen Asteroiden raus... einen Satelliten rauswirft. Keine Asteroiden. Den hat er, glaube ich, nicht dabei. Den hätten wir ihm sonst reinpacken müssen. Dann werden wir hier mal andocken. Gucken wir mal. Das ist ja auch ein cooles Teil. Andockerlaubnis erteilt. Mal, dass wir da hochkommen entsprechend. So, mal ein bisschen gucken. So. Gut. Okay, jetzt bräuchten wir wahrscheinlich die Flugunterstützung. Andocken abgebrochen. Verdammt, der ist zu schnell für uns. Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Wenn ich das richtig sehe, ist der uns einfach gerade weggeflogen. Vielleicht hier irgendwie hochgeboostet hat. Jetzt ist er wieder langsamer unterwegs. Ist halt die Frage, ob wir den irgendwie anhalten können. Andockerlaubnis erteilt. Gucken wir mal. Hoppala. Oh, okay. Okay, super. Der Landecomputer ist dafür wirklich gut.
Weil diese gute relativen Arbeit. Geschwindigkeiten zwischendurch sind echt Mist. So, perfekt. Dann docken wir aber ab, bevor der da wieder lang fliegt. Kriegen wir hier nämlich ein Problem. So, können hier die zweite Mission reinpacken. Hier, und zwar nur weg von hier war das, auf aktiv setzen. Autopilot eingeschaltet. Das eine haben wir jetzt bekommen, richtig? Warte mal, wo stehen wir? Hier, bei über 1 Million und ein bisschen was hat auch noch unser Handelsschiff geblockt. Das sieht doch erstmal gut aus. Die eine Mission haben wir hier noch zu erledigen. Ja, das passt doch erstmal, oder? Der sollte hier jetzt aber eigentlich ja wenden. Zeigt immer noch in die... Nee, okay, er wendet langsam. Und unser Wunder ist hier auf dem Weg hin, um dort entsprechend was zu holen. Und danach lassen wir ihn hier einfach mal den Sektor erkunden, würde ich sagen. So, erkunden, erkunden, erkunden. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Oh, und dann setzen wir ihn hier nochmal rum. Ah. Doch nicht, ob der jetzt langsam nicht mal im Level aufgestiegen sein müsste. Pilot hier ist immer noch nicht aufgestiegen. Bei Ingenieurwesen, bei allem anderen, aber Pilot wird nicht besser. Das ist echt Mist. Also wenn wir nochmal einen ordentlichen Pilot finden, dann kommt der in den Aufklärer rein. So, die anderen beiden Schiffe sind hier oben unterwegs. Der Mineralientyp, der fliegt hier wieder nach drüben, um Sachen hier zu verkaufen, ne? Ja? Hier fehlt uns irgendwie ein Satellit auch. Da haben wir einen. Ich glaube, der ist kaputt gegangen hier. Und hier drüben ist der unterwegs. Okay. Kann es sein, dass unsere Satelliten immer mal wieder kaputt gehen oder so? Hier ist noch einer. Okay, hier sind auch welche. Mal die immer wieder neu setzen, weil die dann irgendwann drauf gehen. Oh, 1 Million, das heißt für unseren nächsten Schürfer ist gesorgt und das heißt auch, wir haben erstmal das geschafft, was wir schaffen wollten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei X4 Foundations. Bis dann, macht's gut!